Nintendo und Square. Ach, ist das ein herrlicher Tag. Pete genießt die frische Luft und das schöne Wetter. Doch dann verdunkelte sich der Nebel, Blitze taten sich auf und der böse Koopa-König kommt mal wieder hervor. Um Prinzessin Peach mal wieder zu entführen. Wer hätt's gedacht? Hilfe, Hilfe! Tja, da braucht's wieder den guten alten Retter, den Klempner Mario. Und schon macht er sich auf zu einem neuen Abenteuer. Doch diesmal soll alles anders sein. Es ist nicht kein Jump'n'Run, es ist ein Rollenspiel. Damit begrüße ich euch herzlich zu meinem neuen Let's Play Projekt Super Mario RPG, die Legende der sieben Sterne. Das ist der Prototyp von allen Paper Mario Spielen und Mario Luigi Spielen, wie wir sie heute kennen. Damit hat alles angefangen. Erst waren die Mario Fans richtig skeptisch und war eher ehemals, weil es kein Jump'n'Run ist. Aber schnell wurde klar, dass das hier ein geniales Spiel ist. 1996 erschien, nicht bei uns, denn das ist nur in Japan und in USA erschienen. Genau, weil Square und Nintendo sich verkracht hatten, so einen kleinen Streit hatten, kam das dann bei uns nicht mehr raus. Dann hat Square so gesagt, nö, also in Europa, da kommt das nicht mehr raus. Den entgeht jetzt hier dieses geile Spiel. Und ja, deswegen kennen das wahrscheinlich nicht viele. Ich bedanke mich bei allen, die dem Spiel eine Chance geben. Das ist wirklich sehr genial. Ich habe es einmal durchgespielt, es war in meiner Abiturzeit. So viel habe ich da jetzt nicht mehr in Erinnerung. Aber so richtig gehangen bin ich nicht nur einmal. Habe ich da nachgeschaut. Das kann ich ja hier da auch wieder machen. Gut. Ich weiß nicht, wie ich die Knöpfe gelegt habe. Es ist natürlich suboptimal. Okay, Freunde, ich werde mal gucken, wie ich die Knöpfe gelegt habe. Bis gleich! So, der Emulator ist jetzt richtig eingerichtet und ich muss oben auf neues Spiel gehen. Mann, bin ich dämlich! Ja, einmal durchgespielt hier. Level 25 war ich. Level 30, glaube ich, maximal. Ja, kriegen wir schon hin. Man muss manchmal offscreen leveln, aber allgemein muss man sagen, das Spiel ist nicht ganz so einfach. Gut, wir nennen uns natürlich wieder Simba und dann geht das auch schon los. Ja, ich spiele es auf Emulator, weil es eben halt hier nicht erschienen ist und weil ich auch keine SNES-Konsole habe. Aber ich denke, mit einem HQ-Filter ist das wieder entschädigt hier. So sieht nicht jetzt alles ein bisschen besser aus. Nochmal die gleiche Story hier. Am Anfang. Bowser entführt Peach, die hier immer noch Toadstool genannt wird. Also dazu muss man ja sagen, Peach nennen eigentlich nur ihre engste Freunde sie. Ja. Denn wenn man sie förmlich ansprechen möchte, würde man sie wirklich Toadstool nennen. Und früher hieß sie halt immer noch so. Toadstool. Na egal, da muss man sich hier wohl dran gewöhnen. Ich nenne sie jedoch Peach. Wer hätt's gedacht? Und da bringt er sie hin. Bowsers Festung. Alles scheint wieder ganz herkömmlich zu verlaufen. Bowser entführt Peach. Doch irgendwas ist anders. So viele Blitze waren noch nie am Himmel. Und das ist schon eine Atmosphäre für sich. Mario macht sich auf, um Peach zu retten. Betritt sofort mal hier Bowsers Festung. Und naja, schon geht das auch los. Wir können springen, wir können ein bisschen rennen. Run for your life! Und ansonsten können wir nichts. Tja. Es ist übrigens isometrisches 3D, es ist kein richtiges 3D, es ist so ein 3D von oben, genau wie bei Sonic 3D, Flecky's Island, isometrisches 3D halt. Gut, Mario muss nicht durch diverse Welten springen, durch Level springen, nein, es geht direkt los hier in Bowsers Festung. Schon hat er sie erreicht. Man muss sagen, Bowsers Festung ist hier wirklich nicht weit abgelegen. So, und jetzt sind wir schon im Kampf. Es gibt kein episches Opening wie bei Paper Mario, Erstangriff oder sonstiges, was richtig geil eingeleitet wird. Nein, der Kampf beginnt sofort. Keine extra Kampfmusik, es bleibt dies Dramatische hier. Wir hätten Abwehr. Oh scheiße, ich habe die Knöpfe falsch gelegt. Okay, Moment.
So, jetzt geht's weiter. Ich habe die Knöpfe vertauscht. Also wir können angreifen, wir können abwehren. Also wenn wir abwehren machen, dann machen wir den Gegnern keinen Schaden erhöhen. Aber unsere Verteidigung ist vielleicht erst später sinnvoll. Bis jetzt noch nicht. Wir haben hier Items, zum Beispiel Pilz, da können wir uns mit heilen. Das kennen wir alles aus Paper Mario, ganz simpel. Oder wir können auch einen Spezialangriff machen, den Sprung. Und auch dafür brauchen wir Blütenpunkte, genau wie in Paper Mario. Also das Spiel erinnert an Overworld, an Mario und Luigi. Aber vom Kampfsystem erinnert es eher an Paper Mario. Das ist ein Mix aus Mario und Luigi und Paper Mario. Ich liebe dieses Spiel. Ja, wir machen erstmal eine ganz normale Attacke gegen diese Dosenkröte. Noch keine besondere Gegner. Ich muss erstmal wieder wissen, wie das Action-Kommando geht. Vielleicht geht es ja auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Man muss sagen, die Entwickler haben sich an ein Kinderspielzeug inspiriert. Daher kommt die Idee von Action-Kommando. Ja, irgendwie ein japanisches Kinderspielzeug. Da muss das Kind, beziehungsweise das Kleinkind, irgendwie Tasten im Rhythmus drücken. Und so geht es ja auch mit einem Action-Kommando. Wenn man richtigen Moment drückt, dann können wir hier mehr Schaden austeilen. Und da ist es gelungen. 24. Man kann es auch zur Abwehr nutzen. Allerdings ist es schwieriger, weil die Gegner ziemlich unberechenbar sind. Da hat es geklappt. Aber das wird mir nicht immer klappen. Das ist nicht so leicht wie in Paper Mario. Da musst du schon richtig was leisten. Dass das Action-Kommando hier klappt. Aber ich denke, gegen diese Gegner kann man auch mal ein bisschen einstecken. Weil wir haben nur insgesamt 20 Leben. Ja, ein paar Treffer können uns auch schon den Rest geben. Ich werde jeden Kampf mitnehmen, ganz, ganz klar. Denn wir brauchen die Erfahrung in diesem Spiel, so wie in keinem anderen Game. Ich werde auch wahrscheinlich irgendwo offscreen trainieren müssen, weil das ist wirklich ziemlich knackig. Manchmal hebt dann auf einmal ganz drastisch der Schwierigkeitsgrad an und man kann eigentlich nichts unternehmen, außer dann zu leveln. Aber das werden wir noch sehen. Wir besiegen erstmal die Dosenkröten hier und wagen uns den Weg rein in die tiefe, große Festung von Bowser. Das sind solche Schergen, ne, wie die Koopa-Troll hier in Paper Mario. Die sehen hier ein bisschen behämmerter aus und sind auch nicht stark. Sind hier die schwächsten Gegner. Paper Mario, die Koopa-Troll und Ass-Koopa-Troll, das waren ja die besten. Kann man erst ganz spät im Spiel. Oder halt in der Arena. Oder bei Paper Mario 1 konnte man ja in der Peach-Szene einfach sagen, Mario hat Angst vor Koopa-Troll. Und dann kamen die Koopa-Troll auch schon in die Spielzeugwelt. Sehr früh im Spiel war. Nur diese Gegner, die können wirklich nichts. Aber naja, man soll die sich ja auch nur an das Kampfsystem gewöhnen. Seht ihr das auch mal ein bisschen? Vielleicht kriegen wir schon das erste Level vor Bowser. Ja, ich kann euch garantieren, es wird schon zum Bowser-Fight im ersten Part kommen. Da wird nicht irgendwie was passieren, dass Mario weggeschleudert wird oder so und dann durch diverse Welten muss. Nein, es kommt direkt schon zum Bowser-Showdown. Allerdings ein bisschen merkwürdig, denkt ihr euch, ne? So schnell das Spiel vorbei. Es hat doch gerade erst begonnen. Tja, wartet's ab. Ja, ist schon geil. Der Prototyp. Vor allem Mario RPGs. Na, wer kennt's für euch? Ich denke mal keiner. Ist nicht ein Insider. Ich bin da durch den Hex-Super-Mario Star World drauf gekommen. Ich dachte mir, was ist das für ein geiles Soundtrack? Ja, und dann Super Mario RPG. Aha, aha. Und hab mir das Spiel angeschaut. Geil. Zockst du durch? Hier, wagen wir uns mal rein. Es gibt keinen Weg zurück. Ah, shit. Sind wir schon bei Bowser? Eine bedrückende Atmosphäre. Alles grau, alles trist. Es wirkt zerstört. Und ein Kronenleuchter. Voll der Poser. Bestimmt 1 Milliarde Münzen gekostet. Und da oben hängt sie. Was? Er will sie auffängen. Das hat sie nur wirklich nicht verdient, Quietschi Peachy. Auch wenn es manchmal nervig ist, dass sie da erhängt wird. Nee, Gottes Willen. Und da ist Bowser auf dem Kronleuchter. Und es kommt zum Duell auf den Kronleuchtern. Wie episch ist das denn? Lass dich nicht zermalen, Mario. Mario, mach dich bereit für das Jenseits. Diesseits und Jenseits. Ach, Mamma Mia, diese Quatsch glaube ich nicht, ey. Okay, Bowser unbewaffnet. Tja, da brauche ich auch gar nicht sagen, hier Waffen niederlegen oder so, ne? Nee. Komm, Mario macht das hier mit seinem Chuck Norris-Style hier. So geil. Ja, immer zu schlicht. Zack, zack. Epische Musik. Bowser benutzt seinen Krallenschlag. Die Kette. Schlag auf die Kette. Hä? Haben wir die Kette? Kling, kling. Unbewaffnet. Also eine bewaffnete Kette
Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht. Die schon mal eine Kette gesehen, die euch attackiert hat mit Schwert oder Gun oder so? Ich glaube eher nicht. Na gut, greift man die Kette an. Ich glaube, ich weiß, was Peach vorhat. Sie will, dass der Kronenleuchter ins Nichts stürzt. Dann sind wir Bowser für immer los. So ein Fall überlebt er nicht. Die Kette. Ja, ich hab's begriffen. Mamma mia, ich bin doch dämlich. Ich bin zwar nur Klempner, aber was soll's? Nichts gegen Klempner. Also, Respekt an die Leute, die diesen Job verüben. Aber trotzdem. Oh, gutes Herz. Schlag jetzt fest dazu. Bowser, das war der Angriff. Nur eine große Fresse, oder was? Und damit bricht die Kette schon. Was war das? Scheiße. Ich hätte doch mehr investieren sollen. Sieht ja von außen ganz teuer aus, ne? Aber... Sie war doch nur von Ikea. Lebst du schon, oder... fällst du schon? Nein! Eine Kettenreaktion. Halte durch, Kling Kling. Ja. Lebst du schon, oder fällst du schon? Ja. Und tschüss, Mann. Ja. Kommst du, Mario? Wow, ein einzelner Hammer genügt, damit diese Kette schon reißt, oder was? Kämpf, Mario, kämpf! Das macht dich jetzt mal echt fertig! Und tschüssi! Jetzt fliegen wir beide ins Nichts. Können wir so einen Sturz überleben? Mario guckt schon ganz bedröppelt und Bowser heult, ey, wie geil! Denkst du, ich gebe sie dir so einfach? Du bist immer im Weg. Dann hole ich dich. Halt herunter! Wieder daneben. Und durch den Sprung hat er so viel Power bekommen, dass er wieder das Zielreich und zu Peach kommt. Natürlich ist klar, Murat. Das ist ja mehr als unrealistisch, aber okay. Es ist ein Nintendo-Spiel. Oh, Mario. Hast du mir einen Schrecken eingejagt? Lass uns verschwinden. Ah, Mario, ich falle, Hilfe. War das Beben von Bowser oder was ist passiert? 7 Sterne fallen vom Himmel und ein großes, bedrohliches Schwert kommt vom Himmel. Das sind ungeahnte Kräfte. Und es stürzt hinab auf Bowsers Castle. Doch was ist dieses Schwert? Was hat es vor? Wer steckt dahinter? Und was sind es überhaupt für Sterne? Damit beginnt das Super Mario RPG. Keiner weiß, was los ist. 7 Sterne vom Himmel sind heruntergekommen und auf diese Welt gelandet. Mario, der hat einen Schreck bekommen und landet direkt wieder bei seinem Haus. Dem Röhrenhaus. Der Traum eines Klempners. Da hat er ordentlich was zu tun immer. Ganz viele Röhren. Da kann er schön reinigen. Wow, Geronimo. Hoffentlich sicher gelandet. Hat er sich was gebrochen? Hängt! Geil! Hey Mario! Viele Leute betreten ihr Haus durch eine Öffnung, die allgemein als Tür bekannt ist. Hast du schon mal gehört, ne? Eine Tür! Also, da brauche ich ja wohl keinen erklären, was eine Tür ist, aber dir scheinbar schon, du Lappen! Aber egal, ich wollte nur die Prinzessin abholen, da sie spät dran ist! Boah, Mario sagt gar nichts. Hey, Mama Mia, ich bin suizidgefährlich. Ich häng mich jetzt auf, ey. Na, Bro, rechts gegenüber. Wie lange hängst du hier schon rum, ey? Du bist aber nicht sehr gesprächig. Moment mal, seit wann rede ich mit meiner eigenen Kleidung? Ich bin doch beklappt, also los, ey. Mit einem beherzten Sprung können wir hier weitermachen. Und Marios Haus erkunden. Und hier mal die schöne, alte, nostalgische Musik. Aus Super Mario Bros. 1. Mario guckt sich hier um. Aber er findet nichts. Oh Gott. Toll, sollst du hier nicht pennen, du Penner.
Toll. Jetzt hat er sich den Wecker gestellt, oder was? Übrigens, wenn er schlafen ging, habt ihr es gehört? Die ist... Das ist auch Super Mario World ein Soundtrack. Was heißt ein Soundtrack? Ein Jingle. Gut. In Marios Haus gibt es nichts, außer eine schöne Kuckucksuhr oder was es darstellen soll. Deswegen gehen wir mal raus. Und schauen, was da abgegangen ist bei Bowser Schloss. Erstmal zu Toad. Hey, ich dachte, die Prinzessin wäre bei dir. Wo ist sie? Mario, warum bist du heute immer so ruhig? Verheimlichst du mir etwas? Bowser wieder, oder? Oh nein! Es geht wieder los! Mario, bringst du bitte sie wieder zurück? So wie immer? Mama Mia, warum muss ich immer diese Scheißarbeit machen? Immer die Alte retten, immer die Alte retten. Das gibt's ja doch nicht. Das mach ich langsam nicht mehr mit. Na, da führt kein Weg dran vorbei. Wir schauen jetzt da mal nach, was da wirklich abgegangen ist. Also, nichts wie los. Jetzt die geile Overworld-Karte mit der epischen Musik. Geil, oder? Ich spiele noch mehrere sowas von geniale Soundtracks. Das ist der Hammer! Muss man einfach gesehen haben. Zu Bowsers Burg geht's hier. Und in Bowsers Burg können wir nur die Burg selbst auswählen. Wo dieses mysteriöse Schwert jetzt drin steckt. Halt! Wer ist da? Ein Unbefugter? Diese Burg hat von uns! Wer ist mit dir gegangen? Das ist unser erster Schritt Richtung Weltherrschaft! Ohne hochmäßige Leute wie dich würde uns eure Weltforschung gehören! Schauen wir mal, was du jetzt machst! Wow! Ich sag doch, das Ding hat ungeahnte Kräfte. Mario wird weggeschleudert und die Brücke stürzt ein. Es gibt keinen Weg mehr in Bowser's Castle. Wie sollen wir nun gegen ihn ankommen? Es ist doch klar, dass das Pilzkönigreich mal wieder in Gefahr schwebt. Nicht Bowser. Bowser selbst wurde ja aus seiner Burg vertrieben. Nein, es ist die Smithy-Gang. Das sind die Bösewichte in dem Spiel. Mehr wissen wir noch nicht. Ich will auch nichts vorwegnehmen. Wir haben nur gehört, dass die Smithy Gang dieses Land an sich reißen will. Die Weltherrschaft sogar. Ja, wie jeder Bösewicht immer ganz simpel, die Weltherrschaft, ne? Ja, so ist das. Toad hat sie auch schon aus dem Staub gemacht, vorsichtshalber oder was? Das gibt's doch nicht! Soll sie aber hier nicht so einfach verpissen? Du bist aber schnell zurück, hast du was vergessen? Nein, was ist denn passiert? Ja, da war so ein scheiß Schwert drin und hat mich vertrieben. Ich komme da nicht mehr hin. Peach ist weg. Soll sich hier wer anders drum kümmern? Chuck Norris oder so. Ich mach das nicht mehr. Die Brücke zu Bowsers Burg ist eingestürzt. Na Spitze! Wir müssen sofort den Kanzler des Schwammerreiches davon informieren. Los, Mario! Na, der Kanzler ist jetzt nicht, wie manche vielleicht meinen, Der gute Toadsmurf! Nein, das wäre anders. Toadsmurf gibt's, glaube ich, erst seit Nummer Sunshine oder Mario Luigi 1. Na egal, ich werde gleich mal kurz auf die Uhr schauen. Ich denke, wir haben schon einiges erreicht. Wäre jetzt eigentlich der perfekte Moment, um den Part zu beenden. Aber ich schau mal. Ja, Freunde, für meine Verhältnisse ist der Part eigentlich ein bisschen sehr kurz, aber was soll's, ausnahmsweise, ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Spiel, ich tu's auf jeden Fall. Ich hoffe, das wird wieder so ein geniales Let's Play wie Paper Mario 2. Ich werde wieder Witziges dazu dichten, habt ihr ja schon gemerkt, ich werde wieder richtig Energie da reinstecken, damit das wieder sowas von witzig und genial und episch wird. Ich hoffe, ihr gebt dem Spiel eine Chance, seid dabei. Um Mario auch bei diesem genialen, innovativen Abenteuer dabei zu stehen, was wirklich in Vergessenheit geraten ist. Und ja, Freunde, ich würde sagen, Daumen hoch, falls euch der erste Part schon gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal bei Super Mario RPG, The Legend of the Seven Stars. Ja, Freunde, ich wünsche euch was. Haut rein, macht's gut und danke fürs Anschauen. Bis dann.